Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, in diesem Video zeige ich euch das aktuelle Tagesziel. Und zwar nehmt an Last Team Standing teil. Und ja, ich zeige euch halt, was ihr dazu machen müsst. Und ja, das ist, wie der Name schon sagt, ein Spielmodus. Und ja, den könnt ihr einfach über das Jobmenü schneller Job am Handy öffnen, also starten. Und dann geht ihr halt auf LTS, also das steht für Last Team Standing, und ja, darauf geht ihr dann, und ja, dann müsst ihr halt warten, bis der Job startet. Und ja, Leute, ich würde auch sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Job gestartet ist. Also bis gleich. So Leute, der Job wurde jetzt endlich nach 3 Minuten gestartet, und ja, ich habe diesen Modus auch noch nie gespielt. Ich habe sonst immer irgendwie BMX versus Turismo R oder so. Das mit den Fahrrädern. Und ja, davon her weiß ich auch nicht ganz, was man hier machen muss. Auf jeden Fall irgendwas mit Flugzeugen. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man das andere Team töten soll, also killen soll und so. Und ja, eigentlich ist dieser Modus echt selbsterklärend. Ihr seid in ein Team, und wenn eures Team als letztes überlebt, dann habt ihr gewonnen. Und wenn im anderen Team noch einer überlebt, dann haben die halt gewonnen. Und ja, ihr müsst halt einfach das andere Team umbringen. Ja, dann ist das eigentlich relativ easy. Ja, meistens geht so ein Modus, also eine Runde, 7 bis 5 Minuten. Und dann sind es meistens 4. Wenn ihr dann halt in den 4 Runden gewinnt, dann hat eure Mannschaft halt gewonnen. Und ja, ich wurde gerade abgeschossen. Das lief ja nicht so gut. Ja, und jetzt könnt ihr halt euren Team zugucken. Was jetzt nicht so spannend ist. Okay, von meinem Team sind auch nur noch 4 da. Also ja. Ist halt doof, jetzt könnt ihr halt nichts mehr machen. Außer zugucken. Achso Leute, diese Woche gibt es ja auch ein riesengroßes Geschenk von Rockstar Games. Und zwar, wenn ihr in dieser Woche, also bis nächste Woche Donnerstag, 10 Tagesziele macht. Zum Beispiel die ich gerade mache. Am Tag sind das ja 3 Tagesziele. Wenn ihr dann davon halt 10 macht, dann kriegt ihr nächste Woche 1 Million. Irgendwie so ein Bierhelm. Also werde ich euch vorschlagen, macht am besten diese Woche 10 Tagesziele. Das ist halt echt nicht viel. Und meistens dauert das ja echt nur 10 Minuten oder so. Je nachdem, welche Tagesziele man hat. Manche sind immer ein bisschen schwieriger. Aber eigentlich gehen die immer alle. Zum Beispiel hier müsst ihr halt einfach nur in den Modus. Dann habt ihr das Tagesziel auch abgeschlossen. Ja. Und meistens müsst ihr auch nur eine Runde und nicht 4 Runden. Also ihr müsst nicht ein ganzes Match spielen. Geht dann auch immer relativ schnell. Spiele ich halt eine Runde diesen Last Team Standing Modus. Und dann gehe ich auch wieder raus. Außer ihr habt natürlich Bock, den weiter zu zocken. Könnt ihr den halt auch, ja, das ganze Match überzocken. Aber ja, und so wie es aussieht, verliert mein Team. Ich glaube, es waren nur noch 2 von meinem Team übrig, ja. Ja, mal sehen. Ich hoffe noch, dass wir die besiegen, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, jetzt müsst ihr halt noch 4 Minuten warten. Ist doof, wenn man ganz am Anfang halt stirbt. Aber was will man machen? Ah, ich glaube, jetzt sind es auch nur noch 4 bei den anderen, aber nur noch 1 in unserem Team. Also in meinem Team. Und ja, ich glaube, mal sehen. Oh, jetzt sind es nur noch 3. Ist ja ganz schön spannend. Könnte eigentlich jeder noch gewinnen.
Jetzt sind es nur noch zwei bei Rot, also es geht ja eigentlich noch. Mal sehen, warten wir mal ab. Das wäre echt geil, wenn jetzt noch mein Team gewinnt. Okay, ich glaube, er wird sterben. Ja. Ja, damit ist die eine Runde jetzt auch vorbei. Was auch ganz gut ist. Leider verloren, aber ja. Ja, und eigentlich kriegt er auch recht viel Geld. Also als Gewinner kriegt er, glaube ich, 10.000 pro Runde. Wenn ich mich nicht täusche, also wenn das immer so ist. Oder vielleicht kommt es auch drauf an, welches Last Team Standing ihr macht. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene. Und ja, jetzt lädt das halt und dann kommt ihr halt in die nächste Runde. Und dann müsste da eigentlich schon stehen, dass ihr das Tagesziel abgeschlossen habt. Gehe ich mal von aus. Achso, und jetzt seid ihr halt dem anderen Team. Und ja, da seht ihr es auch schon, wir haben das Tagesziel schon abgeschlossen. Also nehmen wir an ein Last Team Standing teil. Das war ja eigentlich relativ einfach. Und ja, ihr könnt jetzt halt noch weiter zocken oder nicht. Ich werde jetzt erstmal weiter zocken, aber damit endet das Video auch. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr rund um GTA Online nichts verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Tagesziel findet. Und ja, dann bin ich erstmal wieder raus. Ciao, Leute.